Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Resident Evil Remastered. Ich freue mich auf viele, viele Folgen, auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt ein bisschen gewartet, ich war natürlich arbeiten, da konnte ich nicht aufnehmen. Und auf eure Kommentare gewartet, ihr wollt nicht, dass ich schneide. Also wird es ein ziemlich krasses Hardcore-Gameplay für euch und für mich. Und ja, auch wesentlich mehr Folgen dadurch. Bin mal ganz gespannt, wie ich mich hier schlagen werde, denn im Augenblick bin ich noch ein bisschen planlos, muss ich mal zugeben. Ich werde jetzt gleich ein paar Räume durchgehen, wir werden noch ein bisschen was finden, auf jeden Fall. Uns fehlen noch dieser Schwertschlüssel, Rüstungsschlüssel und. Die Sachen müssen wir uns jetzt beschaffen. Wenn wir auf M gehen, haben wir jetzt ja eine Karte als kleine Hilfe vom Erdgeschoss. Verbleibend? Was soll das denn bedeuten? Vollständig und verbleibend? Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir eine Karte vom Erdgeschoss. Wir sehen, wir haben noch einige Räume nicht besucht. Verbleibend? Heißt das, da ist noch was für mich zu entdecken? Na, hier ist eine Schreibmaschine. Hier der Raum, da war die Karte und dahinter war ein Dolch. Sonst sind die roten Türen definitiv Zur-Türen. Die grauen sind wahrscheinlich noch nicht mal benutzt worden. Also ich werde es einfach mal austesten. Ich werde jetzt mal eine Runde spazieren gehen mit euch. Hier war ich ja gerade drin in der letzten Folge. Hab mir ja die Map geholt. Die war ja oben in der Statue. Und nu gehe ich mal weiter spazieren. Einmal wieder mal durch den Speisesaal. Am Anfang ist ein bisschen öde, aber ihr wisst, wer das Spiel schon mal gespielt hat. Resident Evil wird auf jeden Fall schon ein ziemlich geiles Spiel. So, hier ist die Statue vorhin runtergefallen. Da haben wir den blauen Edelstein bekommen, den können wir natürlich irgendwo benutzen. Hier haben wir noch was, ich weiß gar nicht, das wegen den Speicherstand. Ist immer ein bisschen schwierig. Hier haben wir noch ein Schild. Das nehme ich natürlich auch mal mit und werde es begutachten. Details, Objekte werden angezeigt. Beenden. Ja, ich verstehe das. Objekte müssen auch untersucht werden. Von uns auf M. Ist komischerweise das Menü. Hier können wir draufklicken. Prüfen. Objekt untersuchen. Muss mal zweimal klicken. Symbol. Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Symbol. Okay, heißt also, es wird irgendwo eingeführt. Nicht in Jill, nein, es wird irgendwo muss das rein. Boah, krass, dass ich mich da gar nicht mehr ran erinnern kann. Wie gesagt, wir haben eine Pistole mit 0 Schuss, ein Messer, wir haben noch eine Farbpatrone zum Speichern, einen blauen Diamanten oder was ist immer. Smaragden, keiner Edelstein, fertig. Und dieses komische Schild. Das ist ja schon mal ein Anfang. Da kann ja mal was draus werden. Hier läuft die immer in Zeitlupe. Das liegt aber nicht an den Frames. Ich kann mir da auch nicht helfen, warum. Da ist nur das Blut von, ja, hoffentlich nicht Chris, ne? Jetzt gucke ich nochmal kurz hier, mal aus der Perspektive. Und die Uhr. Ne, die Uhr, da sagt sie mir immer nur, dass sich da irgendwelche erdolcht hat und. So, hier geht's durch mit der Taste F. Die Steuerung ist gut, aber sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Ich weiß, ihr seht ja den Mauszeiger. Ich hoffe, ich habe den wirklich deaktiviert. Und dann gucken wir nochmal auf die Map. Wir sind jetzt hier. Ich wollte mal diese Tür kontrollieren. Ich war schon mal da, ich bin mir eigentlich ganz sicher. Was ist komisch, wenn man jetzt auf S drückt, dann läuft die trotzdem weiter nach unten. Nach oben, also noch alles ein bisschen schwierig. So, haben wir hier vielleicht was übersehen? Ja, ich kann mich aber so weit noch an dem Spiel erinnern, dass man nichts übersehen hat. Den Dolch, den wir da an der Hose tragen, coole Sache vom Spiel her, die Idee. Das gab es ja, glaube ich, in der ersten Version damals nicht. Boah, sieht das hier düster aus. Hallo Jill. Sie kommt uns ein bisschen näher. Die ersten Schockmomente werden auch bald wieder kommen. Wir sind noch ein bisschen verletzt. Oh Gott, wir laufen ja rückwärts. Hier sieht man schon die Grafik. Hier ist es wieder HD. Gerade was wir da so ein bisschen Matsche. Jetzt ist es wieder HD. Hey, Munition. Die nehmen wir doch gerne, ja. Und Pflanzen. Sehr gut. Hier liegt ein Zombie. Ich hoffe, der ist tot. Zur Not beenden wir das Ganze noch anders. Erledigt. Hier sind Fesseln an der Wand. Wieso das denn? So, grüne Pflanzen. Die werden wir auch sofort pflücken. Und zu einer Mischung machen. Weil hier können wir ja sozusagen mit Pflanzen uns heilen. Das ging ja schon immer in Resident Evil. Kombinieren. Mit dem. Bumm. Und da haben wir so eine coole Tüte. Die verwenden wir. Dann sehen wir gleich das EKG-Bild. Was jetzt mega arrhythmisch ist. Blub. Da geht es uns schon besser. Gesund. Wir sind auf jeden Fall gesund. Schön, haben 15 Schuss. Die Pistole tue ich sicherheitshalber mal ausrüsten.
Und wir sehen auch optisch, dass die Waffe leer ist. So, jetzt ist er wieder voll. Bisschen komisch das Nachladen, muss ich zugeben. Ist hier irgendwas in der Ecke noch? Nein. Ja. Ich habe ja schon Kommentare gelesen bei Steam, dass die Leute so ein bisschen das Outfit von ihr vermissen. Da gibt es ja eins, da hat sie so ein Abendkleid an. Na, mal sehen, ob wir das freispielen, ne? Aber man darf das auch nicht alles nur sexistisch sehen. Das ist ja auch ein Gruselspiel. Davon auch nicht vergessen. Kommen wir hier durch. Oh. Immer schön die Augen aufhalten. Aller 1996 kriegen wir auch in dem Spiel gesucht wie gar keine Tipps. Oh, oh. Da liegt ja schon was auf dem... Seht ihr die Beine? Ganz am Bildschirmrand. Bleibt bloß liegen. Aber ich glaube, ich war schon mal hier, oder? Der scheint tot zu sein. Ja, den habe ich schon gelächt. Und es liegen immer zwei Pflanzen hier. Das ist eigentlich ziemlich seltsam. Okay. Da ist er. Das war schon. Tritt drauf, tritt drauf. Jill, tritt drauf. Der blutet noch nicht. Zwei Schuss brauche ich nur. So, Achtung, verliert er Blut. Wenn er so eine Pfütze, ja, dann ist er tot. Heißt also, was heißt tot? Der ist ja ein Zombie. Dann sind wir ihn los. Der ging aber einfach. Aber wir sind gerade wieder heile. Wäre doof, wenn wir jetzt schon wieder... Ist von der anderen Seite verschlossen. Wir gucken uns das direkt mal auf der Karte an. Hm. Hier kommen auch nur rote Türen auf den ganzen Gang verteilt. Die sieht so interessant aus. Oh. Goldener Pfeil. Mitnehmen wir klar. Lass sowas liegen. Oh, ein Magazin. Naja, Mangelware ist es ja nicht. Ich habe ja mittleren Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir können das nicht mitnehmen. Wir haben nämlich keinen Platz mehr in der Tasche. Das ist nämlich auch ein ganz großes Manko im Spiel. So, jetzt haben wir wieder einen Platz. Haben wir einen Pulver. Und einen riesen Haufen Munition. Ja, da können die Zombies aber jetzt kommen, ne? So, hier war alles dicht. Haben wir gerade auf der Map gesehen. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Mit was? Mit dem Dietrich? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Nochmal ganz kurz checken. Die habe ich gerade aufgeschlossen. Ja, ich sehe schon, den Speisesaal. Dann kommen wir wieder am Speisesaal raus. Dann haben wir aber oben noch eine. Da möchte ich nochmal schnell gucken gehen. Jill macht wieder Zeitlupe, läuft vor der Wand. Also mit dem Controller wäre es doch eher angebrachter, glaube ich. Auch ein bisschen angenehmer zuzusehen. Aber man übersieht hier verdammt gerne mal was. Uah. Der war down. Und ich möchte sehr ungern was übersehen und eine ganze Folge einfach nur Blödsinn rumlaufen. Ihr habt entschieden, nicht zu schneiden. Scheiße. Ich habe gerade auf jeden Fall mega Flashback. Der Tod ist erst der Anfang. Das ist ja eine Falle. Irgendwie erinnere ich mich, aber nur ganz grob. Ja, da habe ich mit meinem Cousin, glaube ich, so lange überlegt. Hier liegen Schlüssel. Okay, ich weiß schon, was passiert. Den können wir nicht einfach aufnehmen. Dann werden wir nämlich zermalmt. Mal gucken wir uns erstmal um. Ja, der Schlüssel ist natürlich sau wichtig, ne? Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist in das Schloss eingraviert. Wie ging das nochmal? Ich glaube, ich sollte mir eine Komplettlösung durchlesen. Der Tod, was steht da? Der Tod ist alles. Wahrhaftig. So, wir sehen Schienen. Wir sehen... Möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Nein, ich wollte es doch gar nicht nehmen.
Ah, oh, Gott sei Dank, kann ich mehr tragen. Huh. Und wie sollen wir diesen Killermechanismus umgehen? Ja, aber ich kann mich doch nicht opfern. Das ist ja völliger Blödsinn. Dann habe ich ihn ja nicht mehr. Der Tod scheint ja hier wirklich alles zu sein. Aber das hier ist doch schon ein Anhaltspunkt. Denn das brauchen sie jetzt nicht. Hier, da muss ich auch noch was gucken. Prüfen. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Ja, dann macht's doch. Bumm. Pfeilspitze. Die Pfeilspitze besteht aus Peridot. Das, wie es Markt aussieht. Pfeilspitze. Ja, schön knackige Rätsel war es früher. Definitiv. So, jetzt müssen wir uns ganz, ganz ernsthaft was überlegen. Wie wird das hier? Ich gucke mir das noch einmal an. Man möchte gerne mit der Kamera immer schwenken, ne? Das ist aber saublöd. Das geht nämlich nicht. Wenn ich den hier nehme, bin ich auf jeden Fall tot. Diese Wand kommt, von vorne kommt dieses Stachelding und von hinten kommt eine Quetsche. Die hier. Wie habe ich den denn damals deaktiviert? Ja, ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, freue mich natürlich auch über solche Hilfe. Aber hier werden wir erstmal kein Glück finden. Wo ich den Schlüssel sehr gerne haben will. Kann doch nicht, das ist ja, glaube ich, der Schildschlüssel. Passt ja auch, hier sind ja überall Schilde. So ein Psychopathenhaus hier, ehrlich. Kann man ja nicht durchsuchen oder so. Komisch eigentlich. Vielleicht hat er ja einen Schildschlüssel bei sich oder einen anderen Schlüssel. Hier geht's wieder zurück. Dann gucken wir uns oben noch einmal um und dann werden wir in der nächsten Folge definitiv schlauer werden. Kann ich nicht da jetzt raus? Chili. Wow. Das Fenster ist offen. Wir kommen heute ab. Geht das vielleicht? Ist das vielleicht ein Easter Egg und wir haben das Spiel durch? Nein, ist kein Easter Egg. So, der Käfig, der ist auch mal interessant. Ein großer Vogelkäfig. Darin liegt ein toter Rabe. Oh, sehr informativ. Was macht denn ein Rabe in den Käfig? Also mal Kameraperspektive. Der arme Kollege. So, Gelauf. Hier unten bin ich mir fast sicher, dass da nichts mehr war. Obwohl, da ist nur eine Treppe nach unten. Nee, da geht es nur zu so einem doofen Aufzug. Aber vielleicht können wir die Fallspitze. Verschlossene Türen können man ja versuchen, mit dem Dietrich zu öffnen. Davon auch nicht vergessen. Ein Rüstungssymbol. Okay, das können wir nicht mit dem Dietrich öffnen. Hier ist der Aufzug. Oh, das wird also spannend. Das wird so spannend. Ich freue mich schon drauf. Wenn man ja wieder, man muss ja erstmal wieder den Faden hinkriegen, dann läuft das auch alles wieder. Ein Schwertsymbol ist in der im Schloss eingebaut. Okay, die Türen können wir alle nicht öffnen, auch nicht mit dem Dietrich. Also wir haben ja einfach so vorhin eine Tür geöffnet, fand ich ein bisschen seltsam. Ah, lauf nicht überall vor. Und ich glaube, die Steuerung ist genauso hakelig mit einem Joypad. Da gehe ich mal von aus. So, Uhr.
An die Ufer bei kommen wir. Wir schieben nicht. Das war ja irgendwas. Stirbuhr. Ach, ich habe jetzt nichts wirklich, was für die Uhr taugt. Das ist ein bisschen albern hier. Nein. Ich bin so ein bisschen verzweifelt aus, was ich gerade tue. Aber dieses durch die Tür gehen ist aber auch mal so eine anstrengende Sache hier. So. Ist ganz alleine, die arme Jill. Ein schwerer aussehender Krug. Die Tür hat ein Schwertsymbol. Ein Helmsymbol, oh Gott. Wir wissen, dass es da hinten diesen Höllenmechanismus gibt, der uns des Todes ist, wenn wir da durchgehen. Hier haben wir auch noch eine seltsame Tür gehabt. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag. Warum geht's denn hier einfach gucken? Rechts und links neben der Tür sind achteckige Einbuchtungen zu sehen. Ja, schön. Das ist das Umbrella-Zeichen, das sehe ich schon. Das wird wohl eher was fürs Ende sein hier. Auf nach oben. Da haben wir aber eigentlich auch schon alles gelöst. Uah. Und das sieht immer aus wie eine Tür hier, ne? Also. Das ist eine Tür. War das schon immer eine Tür? Oh Mann. Ich gehe mal ganz langsam. Was ging nach draußen? Oder ist das nicht draußen? Das ist doch draußen, oder? Wie blöd. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Ist alles schon so verdammt lange her. Und ihr seht hier die Texturen. Hölle, Hölle. Das sieht furchtbar aus. Aber warum haben die das denn nicht überarbeitet? Ich sag mal, Capcom ist jetzt nicht so arm, ne? Okay, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Was liegt denn da? Man kann es ja kaum erkennen. Ich brauche eine andere Kameraperspektive. Warum ist eigentlich alles verdammt nochmal verschlossen? Ah, mit einem bisschen Hangouts. Hier ist ein Einbuchtung. Eine Form einer Fallspitze war. Mehr Tipps kann man ja wohl nicht kriegen. Dingel. Wuhu. Wer zum Teufel will da jetzt runtergehen? Ich gehe da gleich sofort runter. Ich wollte noch was gucken. Hier. Da liegt doch was. Gewehrmunition. Was ist das denn? Schrotflinte oder was? Ja, wo ist denn die Schrotflinte dann? Weiter kommt man da nicht? Okay. Auf geht's in diesen verfluchten Katakomben da, oh Gott. Man, die Olle hat aber echt Nerven wie Drahtseile, oder? Was ist das für ein Geräusch? Das sieht das optisch verdammt komisch aus gerade. Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Könnte? Die Flammen zucken heftig. Ein Loch anstelle eines Auges. Da hat überall Löcher. Da fehlt eine Nase. Schon eher wie so ein Kinderrätsel, ne? Nur ein bisschen zu gruselig dafür. Gut, hier müssen eindeutig Dinge eingeführt werden, wo Jill nicht in der Lage zu ist. Hätten wir den anderen Charakter, männlichen, gewählt, hätten wir es einfach... Ach, was da hinten? Da ein Sarg?
Da liegt was. Der sagt, der fällt da runter. Ein Buch. Ist in die Einbuchtung eingepasst. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Ich bin mir fast sicher, dass ich des Todes bin, wenn ich den nehme. Heftig. Der Lichteffekt ist natürlich besser als von 1996. Und ich will da zur Kette gehen. Ja, wohin sie wohl führt? Nein. Das klappt nicht. Ja. Wir haben jetzt keinen Platz mehr. Bisschen doof. Wir, dabei sind wir erst noch am Start des Spiels. Können irgendwas wegwerfen? Nein, können wir nicht. Also Schrotgewehrmunition finde ich jetzt ziemlich cool. Wir können eigentlich nur nochmal Medizin nehmen, auch wenn wir noch gesund sind. Und schauen mal, was passiert. Nichts. Oh, raus hier. Da oben. Was zum Teufel? Das Buch müssen wir jetzt noch untersuchen. Lauf doch. Manchmal klemmt meine Taste zum Rennen. Ah, wir haben ein Rätsel gelöst. Soll ich Jill Winston sehen beim Lesen? Was? Also ein sehr, sehr großer Frustfaktor ist die Steuerung, muss man schon zugeben. Doch, das war eine schöne Perspektive von der Jill. Weil wir müssen auch langsam zum Ende kommen für diese Folge. Wenn wir das Buch gelesen haben. Blufen. Es trägt den Titel Buch der Verfluchung. Aha. Hausschlüssel. Ja, danke. Aber ich habe eh keinen... Habe ich noch Platz gehabt? So, jetzt können wir uns das Buch der Verfluchung durchlesen. Ihr könnt Pause machen. Wenn ihr es lesen wolltet. Ich werde es nämlich auch so tun. Und freue mich auf eure Kommentare und eure Hilfe. Wir sehen uns in der nächsten Folge Resident Evil.